Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich habe heute die liebe Maren zu Gast. Sie ist Gesundheitspraktikerin für Achtsamkeit und Wohlbefinden. Und warum sie heute hier ist und mit mir spricht, ist ganz einfach, denn wir haben zusammen ein spezielles Angebot für meinen Online-Kurs entwickelt. Wenn ihr diesen Online-Kurs vom 8.2. bis 21.2. bei mir bucht, dann bekommt ihr ein 30-minütiges Emotions- und Energie-Chakra-Coaching mit Maren dazu. Und auch darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Aber zu Beginn, liebe Maren, erzähl doch ein bisschen was von dir und stell dich gerne vor. Ja, ich bin Maren. Kirti Joda ist mein spiritueller Name, den ich vor 2 Jahren bekommen habe. Ich bin 70er Jahrgang, habe gerade das 50. Lebensjahr vollendet und wohne in Bergisch Gladbach. Ich habe vor über 20 Jahren die Chakra-Energie für mich entdeckt, vornehmlich erstmal durch Yoga und habe dann für mich empfunden, ich möchte gerne die Chakren im Alltag auch stärken und so in meine ja absolut beste Energie kommen. Und daraus ist dann 2015 meine Chakra-Manufaktur Chakmonie entstanden, in der ich in Handarbeit ganz energetisch wertvolle Accessoires zur Harmonisierung der Chakren anbiete. Und ja, das Rad war noch nicht komplett. Und seit 2018 gibt es meine Gesundheitspraxis für Achtsamkeit und Wohlbefinden, Shivas Glück, wo ich eben Alltagstipps gebe, wie du in die optimale Energie für dich kommst. Und da haben die Chakren und die Emotionen einen ganz großen Anteil dran. Das würde mich halt auch so interessieren, wieso der Werdegang war, dein persönlicher, wie du überhaupt an diese Themen herangetreten bist, wie du damit in Berührung gekommen bist, ganz am Anfang und dann diesen Weg für dich eingeschlagen hast. Also erstmal fing es so an, dass ich Stammgast in Esoterikläden war und mich mit Heilsteinen und Klängen für die Chakren versorgt habe und Öle, also Duftöle sind auch ein ganz wichtiges Thema zur Harmonisierung der Chakren. Und das war für mich so der Einstieg in die Thematik, ne? Dass ich halt gemerkt habe, wow, das tut mir total gut, das gibt mir Kraft, das gibt mir Mut, Zuversicht. Und je nachdem, welches Lebensthema dran war, ja, da habe ich dann eben den passenden energetischen Stein getragen. Und das war für mich eine ganze Zeit völlig ausreichend. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, also da ist noch mehr. Und dann habe ich die passende Art des Yogas gesucht. Und das war echt eine Odyssee. Und ich habe dann nach über 1,5 Jahren Suche für mich das Kundalini-Yoga entdeckt. Und da war ich absolut in meinem Element, weil das Kundalini-Yoga bearbeitet in jeder Kriya, also Kriya sind die Übungen, die man in einer Yoga-Session macht, in Kombination mit Meditation. Und das wirkt absolut energetisch und wertvoll auf die Chakren. Und damit war meine Chakra-Leidenschaft komplett entfacht, mit der Meditation, mit den Hilfsmitteln. Und daraus, ja, ist dann eben die Manufaktur gewachsen und auch die Gesundheitspraxis, einfach um alles das, was ich in den letzten 30 Jahren ja, in erster Linie an mir selbst erfahren habe und in Fortbildungen dann noch vertieft habe. Ich habe 2018, 19 eine Ausbildung zum Chakra-Yoga-Instructor gemacht, wo es eben auch um Meditationen geht. Und ja, das ist so im Endeffekt der Weg gewesen, um es kurz zu skizzieren, der mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und dieses Wissen mag ich halt gerne mit ganz, ganz vielen Menschen, die sich dafür interessieren, teilen. Wie konkret machst du das? Also wie teilst du jetzt dein Wissen mit anderen Menschen? Was bietest du da an? Was machst du da? Also zum einen, sobald es wieder geht nach Corona, ja, Seminare anbieten, also so Workshops, live hier bei uns in der Region in Nordrhein-Westfalen oder mit Partnern in ganz Deutschland. Das ist ein Teil. Und dann 1:1 Chakra-Energie-Coaching über meine Online-Seite Shivas Glück, Shivas-Glück mit UE. .de, da können halt die Chakra-Coachings gebucht werden. Wenn man jetzt noch nie was von Chakren, von Chakra-Arbeit gehört hat, wie würdest du das so jemandem erklären, was die Chakren sind und wie die in uns wirken? Also in erster Linie sind die Chakren Energiezentren und du kannst sie nicht sehen. Jetzt, wenn wir zwei uns angucken, dann weiß man vielleicht, wo die Chakren sitzen, aber du kannst sie nicht sehen. Sie sind aber in den 70er Jahren an der Uni in Kalifornien, an der Universität, sind sie erstmalig gemessen worden, so wie das mit energetischen Strömen allgemein ist.
Und laut der traditionellen Chakrenlehre oder Energielehre gibt es halt 7 Hauptenergiezentren, die sich an dem Körper vom Schambein bis hier oben zur Krone an der Vorderseite des Körpers abbilden. Die haben bestimmte Farben und sie werden auch Energiewirbel genannt. Und es geht halt wirklich einfach um dieses Spüren, dieses sich wahrnehmen durch die Energie in den jeweiligen Chakra-Bereich, also in den jeweiligen 7 Hauptenergiezentren. Und ja, es ist also fühlen und in dieses Spüren halt gehen, das ist wirklich das A und O. Und da kannst du mit Atemmeditation oder auch mit Visualisierung kannst du dich da unglaublich gut unterstützen. Also ich würde es für jemanden, der da noch nichts von gehört hat, würde ich in erster Linie über den Energiefluss im Körper als solches sprechen, ähnlich wie der traditionellen chinesischen Medizin mit dem Qi. Ne? Also wenn du absolut in deiner Mitte bist, dann fließt das Qi und du hast Kraft und du hast Power. Und wenn man in die Thematik der fernöstlichen ja, Gesundheitspraktiken einsteckt, ob es jetzt Ayurveda ist, TCM, die Chakrenlehre. Im Endeffekt dreht sich alles um die ureigene Energie in uns. Und das finde ich eben so spannend an der fernöstlichen Medizin, weil das einfach so einfach ist, verglichen mit dem, was wir hier im Westen haben. Ja? Weil wir tragen alles in uns. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und wie hegen und pflegen wir uns? Ja, und wie würdest du auch gerade so für einen Einsteiger empfehlen, wie man so die Chakra-Arbeit gerade auch im Alltag ganz praktisch umsetzen kann? Also um sich mit dem Thema erstmals vertraut zu machen, finde ich es immer ganz hilfreich, die Hände auf die jeweilige Chakra-Region zu legen und über eine ganz bewusste Atmung so sukzessive den Körper vom Schambein bis zur Krone abzutasten und sich die passende Chakra-Heilfarbe vorzustellen und zu sehen oder zu spüren, wie pulsiert denn mein Chakra? Ist das wirklich ja überströmtes vor Farbe und vor Energie oder aber ist es eher so ein bisschen zaghaft und wabert so vor sich hin? Und das ist dann immer schon ein ganz gutes Indiz, um zu sehen, welches Chakra-Zentrum kann ich denn für mich individuell ja stärken? Das ist so die Selbsterfahrung, die ich immer jedem gern an die Hand gebe, um auch erstmal wieder zu lernen, sich in Ruhe hinzulegen, zu atmen und zu gucken, was ist denn eigentlich so in mir los? Und ja, das ist so ein guter Einstieg, wenn jemand sagt, nee, bin ich nicht für, das ist mir einfach zu ruhig, ich kann nicht ruhig liegen, ich kann mich nicht konzentrieren, dann es ist immer ganz spannend, über die Emotionen dann Zugang zu den jeweiligen Chakren zu bekommen. Dass man eben guckt, wo ist gerade meine Baustelle, wo grüßt täglich das Murmeltier, wo werden mir immer wieder Grenzen aufgezeigt. Und weil nichts passiert ja umsonst. Also wir spiegeln ja unser Äußeres, unser Inneres wird nach außen gespiegelt. Und das sind letztendlich die Erfahrungen, die wir dann auch im Außen anziehen. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt den Kurs bucht und das 30-minütige Energie- und Emotions-Chakra-Coaching mit dir dazu bekommt, was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert dann? Was macht ihr dann in diesen 30 Minuten? Also es ist auf jeden Fall absolut individuell. Es gibt da von mir kein vorgefertigtes Programm, sondern ich hole immer die Person im Chakra-Coaching ad hoc tagesaktuell ab und frag dann erstmal, hast du schon mal was von Chakren gehört? Dann gebe ich eine kurze Einführung über die Chakren. Wenn die Leute im Thema drin sind und ihnen Chakren schon ein Begriff ist, dann steigen wir direkt mit aktuellen Lebensthemen ein, ne? Wo wir eben drauf gucken, was drückt auf der Seele, wo möchte die Seele einfach abgeholt werden, wo darf man für sich selbst sorgen und einfach die Energie dann zum Fließen bringen. Und da sprechen wir dann ganz offen drüber. Das ist auch alles total vertraulich. Also das bleibt zwischen uns beiden. Und ich nehme die Meetings auch nicht auf. Also wenn einer das möchte, kann das gerne im Nachgang bekommen. Aber von meiner Seite aus, eben weil es so vertraulich sein soll, speichere ich da in dem Sinne auch nichts. Ne? Und und dann schauen wir eben, wo wir ansetzen. Und dann am Ende des Coachings bekommt jeder nochmal eine Zusammenfassung mit meiner Empfehlung per E-Mail. Und in der Regel ist es dann so, dass ich, je nachdem welches Thema ist, also ich hatte im Dezember
unglaublich viele Chakra-Coachings, wo das Thema Wurzelchakra und inneres Kind, Herzchakra, das waren halt einfach die Themen. Das hat sich wie so eine Schleife durch die Coachings gezogen. Und dann gucke ich immer noch individuell, was passt in das Leben desjenigen. Das kriegen wir ja dann im Gespräch halt raus. Entweder gebe ich eine schöne Naturerfahrung, wie die Person das Chakra in der Natur stärken kann, oder aber mit welchem Duftöl, ob jetzt Orange fürs Sakralchakra oder Jasmin fürs Herzchakra, dass ich eben solche Tipps gebe und Tipps für den Alltag. Und wenn Fragen sind, können sich die Leute hinterher jederzeit bei mir melden. Und wenn sie merken, wow, das tut mir gut, ich möchte es in meinen Alltag integrieren, dann stehe ich auch hinterher gerne als Coach für weitere Sessions dann gerne zur Verfügung. Also Rundumbetreuung, wer möchte. Das finde ich immer aber auch super wichtig, ne? Dass man da nicht so in ein Thema reingeworfen wird, sondern wenn man da immer mal wieder Fragen hat, auch einen Ansprechpartner hat. Also wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, wenn euch das so ein bisschen anzieht, dieses Thema Chakren und gerade auch Energie, Emotionscoaching, dann verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal ein paar Informationen unten in der Infobox. Wir beide zusammen haben halt jetzt dieses tolle Angebot, wenn man bis zum 21. Februar meinen Online-Kurs Stark statt gestresst als Mama und Frau bucht, dann bekommt man mit dir dieses 30-minütige Energie- und Emotions-Chakra-Coaching mit dazu. Und ich finde es sehr wichtig tatsächlich, mal so, wie du schon sagst, einfach mal wieder in sich hineinzufühlen, sich seine Energien, seine Themen anzugucken. Und man hat halt diese erstmal Selbstverantwortung, dass man selber halt wieder eingreift und sein Leben verändert und auch eine gewisse Art von Selbstermächtigung. Nicht mehr Opfer zu sein der Umstände, sondern selbst etwas zu tun. Genau. Das ist total wichtig. Und ich denke, gerade als Mama, da bist du in erster Linie für alle anderen da, aber nicht für dich selber, ne? Und da zu erkennen, dass du nur gut und stark sein kannst, wenn du selbst für dich sorgst, ja, und dir deine Auszeiten nimmst und die auch einplanst, und man hat halt alles letztendlich an der Hand, ne? Sich selber zu versorgen. Ja. Und du hast da ja auch tolle Tipps in deinem Programm. Genau. Und das für sich zu entdecken und herauszufinden und daraus halt auch Motivation zu ziehen, finde ich so schön. Und mit dir jetzt an meiner Seite wurde das Ganze nochmal ganzheitlicher, nochmal kompakter. Das freut mich so sehr. Das greift so wunderschön ineinander. Deswegen danke ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall sehr für diese Möglichkeit der Zusammenarbeit. Ich danke dir für deine Zeit heute. Du hast das wieder so toll erklärt. Das ist einfach so wunderschön. Bei dir ist das so leicht und logisch und man bekommt da sofort Lust drauf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen tut das auch gerne. Die Tipps, die Maren gerade gegeben hat, probiert einfach mal aus und vielleicht habt ihr bald ein Coaching bei ihr. Das würde mich sehr freuen. Und magst du abschließend noch was sagen, warum du persönlich es jedem empfehlen würdest, mal so in dieses Thema Chakren und Energien einzusteigen und das sich bei sich anzuschauen? Ja, weil, also mein Hauptargument ist, wir tragen es in uns und es kostet nichts, außer Zeit und die Bereitschaft, einfach nach innen zu gehen. Und das fasziniert mich eben seit Jahrzehnten und das ist so mein Hauptmotor. Und wie du schon sagst, es kommt so leicht bei mir über die Lippen, ja, weil es für mich auch ein Stück weit Lebensqualität geworden ist über die Jahre, immer mal wieder innezuhalten und zu gucken und zu schauen, hey, wo kann ich mir und meiner Seele einfach einen wertvollen Input geben, um wieder in mein Wirken zu kommen oder ins Häkchen laufen, ja? Also viele erwarten einfach, dass der Körper immer da ist und immer macht und immer tut, aber mal in das Spüren zu kommen und in das Innehalten und so eine Bestandsanalyse zu machen, was ist gerade in mir los? Das geht halt heutzutage wirklich unter und das ist so meine Berufung, da die Leute wieder in die Achtsamkeit und dann damit in das eigene Wohlbefinden zu justieren, sozusagen. Super schön. Das finde ich so, so schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Botschaft. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war wieder unglaublich inspirierend. Ich mag es so sehr, mit dir zu sprechen. Danke. Solltet ihr Fragen zum Thema haben, solltet ihr Kommentare zum Interview haben, dann schreibt uns die sehr, sehr gerne. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle von euch, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss.